Der Wochenspruch für diese Woche steht im Johannesevangelium. Da heißt es, Christus spricht, wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Spüren Sie schon was? So ein leichtes Ziehen nach oben? Etwas, das aufrichtet und leicht macht? Ich meine, es gibt so viele Dinge im Leben, die runterziehen. Eine Schwerkraft, die nicht nur unseren Körper, sondern auch unsere Seele betrifft. Man muss nicht gleich unter Depressionen leiden, um sie zu spüren. Da sind Gedanken über das Wohl der Kinder oder die Frage, wie es mit der Ehe weitergeht, die Angst, den Job zu verlieren, Sorge wegen Krankheit, die Trauer über den Verlust eines lieben Menschen. Aber auch Einsamkeit oder einfach die Mühe der alltäglichen Routine machen uns das Leben schwer. Das alles und noch vieles mehr wirkt auf uns ein, zieht uns runter. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Nicht selten spüren wir das auch an unserem Körper, wenn die Lasten zu groß werden. Der Rücken schmerzt, wir bekommen Probleme mit unserer Wirbelsäule, die uns eigentlich aufrecht hält. Christus will uns zu sich nach oben ziehen. Merken Sie die Doppeldeutigkeit in diesem Satz? Also zum einen klingt hier die Zeit an, wenn er uns zu sich in den Himmel holt, wo er laut dem Johannesevangelium die Wohnung für uns bereitet. Also nach unserem Tod. Das ist die eine Ebene, die in diesem Vers anklingt. Aber vielleicht ist ja mehr gemeint als die Hoffnung auf eine Zeit, wenn alles, was uns bedrückt, von uns abfallen wird. Er zieht uns nach oben, richtet uns auf, sorgt schon jetzt dafür, dass wir unter den Lasten des Lebens nicht zusammenbrechen. Im Gebet können wir ihm sagen, was uns belastet, dürfen ihn um Rat und Hilfe bitten. Wie gut das tut, dass er uns zuhört. Schwestern und Brüder sind an unserer Seite, mit denen wir auch Schweres teilen können. Wir müssen unseren Weg nicht als Einzelkämpfer gehen. Die anderen können uns die Lasten nicht abnehmen, aber sie helfen, dass wir nicht erdrückt werden. Ich glaube auch, dass Christus ganz unerkannt und von uns unbemerkt hilft. Er zieht uns nach oben. Wer sagt eigentlich, dass nicht er es ist, der dafür sorgt, dass manche Sorgen und Befürchtungen nicht Wirklichkeit werden? Ist nicht der Segen, der zu uns gesprochen wird, eine Kraft Gottes, die in unserem Leben wirksam ist? Wir wissen nicht, wie unsere Welt oder unser Leben aussehen, wenn Gott nicht mit seinem Segen wirken würde. Wer weiß, ob wir dann überhaupt noch aufrecht gehen könnten. Jesus will und wird uns nach oben ziehen. Wir brauchen unsere Last nicht alleine schleppen. Das ist eine Einladung, durchzuatmen, innezuhalten bei allem, was uns Mühe macht. Ein wenig von der Leichtigkeit zu spüren, die von ihm ausgeht. Es ist eine Einladung, von den entlastenden Möglichkeiten des Glaubens Gebrauch zu machen. Vom Gebet, vom Teilen der Sorgen mit den anderen, von der Kraft des Segens Gottes und viel mehr. Und es ist eine Einladung zum Perspektivwechsel. Nicht nur auf das zu sehen, was mit unseren Sorgen zu tun hat, was uns eben runterzieht, sondern den eigenen Lebenskarren an einen Stern binden, wie es der Theologe Jörg Zink mal formuliert hat. Das heißt, auf das zu blicken, was von oben kommt. Wir ahnen, dass uns von oben Vertrauen, Freude und Liebe zu den Mitmenschen geschenkt wird. Dass uns der Hunger nach Macht, dass uns Gier und Geiz in die Tiefe ziehen, empfinden wir ganz genauso. Und viele haben es auch schon gespürt, wie frei und froh die Gedanken machen, die aus der Höhe kommen. Sie ziehen nach oben, sie erleichtern. Mehr noch als alle Corona-Lockdown-Erleichterungen, die in diesen Tagen und Wochen sehnlichst erwartet werden. Christus ist beim Vater und er will uns zum Vater ziehen. Heute schon in unserem Handeln der Liebe,
das von oben bestimmt ist. Später dann in einem ewigen Leben in der Höhe und Nähe des Vaters. Die befreiende Kraft der Liebe Gottes wartet also nicht erst am jüngsten Tag auf uns. Er richtet uns auf. Er erleichtert uns, hier und jetzt, wenn wir ihn lassen. Amen.